Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pupke! Und zwar der 12. Viel Spaß mit der Folge! Wir gehen wieder nach Rostock! Baby Rostock! Ab mit dir nach Rostock! Ich mag in Rostock, Rostock schön! Nicht zur Schule, Schule ist böse! Wir wollen nach Rostock! Haben auf jeden Fall einen gesehen. So. Rein da! Oh, wir haben eine Sniper. Really? Das Problem ist jetzt gar nichts. Für Nahkampf, Alter. Wieso war der AFK? Ich glaube nicht, dass er viel hatte. Deswegen looten wir einfach mal. Yes! Nahkampf ist auch da. Sehr nice! Das ist eine oh, noch mehr Kugeln. Den Revolver will ich auch nicht, aber die Kugeln. Alles klar. Let the hunt begin. Da war auf jeden Fall einer. Weg da. Eine Weste. AKM? Soll ich AKM nehmen? Ja, wir nehmen die AKM. BAM! So läuft das hier. Das war richtig nice. Ach nein, und dann sterbe ich. Oh, fuck. Ah, so eine geile Szene. Und dann, weil ich zu gierig war. Alles klar. Wir gehen nach Jasnaya Polina. Oder Polnia? Poljana. Poljana. Jasnaya Poljana. Ja. Jasnaya Poljana. Bebe. Okay, wir gehen zu diesen drei Gebäuden, zu diesen drei Puzzlegebäuden. Deiner Kirche. Oder finden wir ein Auto? Wenn wir ein Auto finden würden, wäre es noch geiler. Wieder Shotgun-Paradies. Nehmen wir den Rucksack mit und dann wechseln wir die Shotgun, aber erstmal den Luftklappe weg. Das ist auch nichts. Ich habe, wie gesagt, Schritte gehört. Aus dem anderen Haus. Aber sieht auf jeden Fall auch noch ziemlich ungelootet aus. What the hell? Keiner hat doch Bock auf die Häuser gehabt? Wirklich? Diese, ja, guck mal, was ich da an Loot gefunden habe. Ich habe Milliarden Munitionsdinger gefunden. Da jemanden gehört.
Oh man, fuck you. Oh, und er bringt mir das geile Zeug. Seht ihr, jetzt habe ich zu viele Kugeln. Deswegen packen wir mal 40 weg. So. Was ist ein Schnellfeuergewehr? Der hat eine K gehabt. Alles klar, wir nehmen die K. Gesnipert? Also ge... What the hell? Tun wir 100 Kugeln raus und tun da noch ein paar rein. Beziehungsweise tun wir... Ja, wollen wir das noch? Tun wir die raus und nehmen hier noch ein paar. Eine gesilenzte K98. Vor allem wie so Schnellfeuergewehr. Was ist denn das für eine scheiß Übersetzung? Alter, was hast du da rangesetzt als Übersetzer? Blue Hole. Ein Affen? Und ein Schimpanse, der irgendwie auf der Schreibmaschine rumhämmert? Meine Güte. Irgendwie anstatt MP steht da MG und so ein Kack. Wo ist denn der jetzt? Ach, fuck! Meine Güte, das ist so ein Scheiß. Nein. So, ab nach Pochinki. Oder Rochinki, wie man sieht, ich bin barfuß. Hier, guck, da. Das liegt daran, anscheinend hört man die Schritte wirklich weniger, wenn man barfuß ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir nach Pochinki. Bebe. Pochinki, der geile Ort. Ich mag ihn. Ich nix der Deutsche, ich mag ihn. Alter Schwede, die sind viel besser abgesprungen als ich. Ich werde am Rand sein und bin noch nicht mal wirklich am Rand. Alter Scheiße. Das war mal mein größter Fail beim Landen. Oh, bitte niemand schießen. Bitte, bitte. Sehr schön. Nein. Yes. Weißt du was, wir gehen gar nicht dahin. Wir kümmern uns gar nicht darum. Soweit ich das gehört habe, muss im gegenüberliegenden Haus jemand sein. Bei der Macht von Grayskull. Sehr schön. Alter Schwede, der hat ja nur Crap gehabt. Ich habe Schritte gehört. Ah!
Bitch, please! Oh, man. AKM. Könnte wieder eine bessere Runde werden. Oh, da ist noch mehr. What the fuck, da ist da noch eine AKM. Ja, wir sind nochmal im Kreis. Easy. Das heißt, wir können die ganze Zeit hier chillen, oder? Hm, eigentlich. Alter Schwede. Mittlerweile könnte ich echt ein bisschen Shotgun-Ammo gebrauchen. Oh, jetzt müssen wir los. Ich setze mal den 8-Versucher drauf. Das heißt, ich lege mich hier hinter den Stein. Und dann habe ich eine gute Deckung. Guck mal, was für eine Granate ausgerüstet ist. Explosionsgranaten, alles klar. Also, Kopf ist geschützt, Brust nicht so. Shotgun-Ammo haben wir auch nicht mehr so viel. Boah, bitte nicht dieses Sur, ey. Das wäre der schlimmste Kack, den es geben kann. Natürlich. Da hat man wieder Schüsse. Kann ich mich da denn verstecken? So, wir gehen jetzt, wir kriechen jetzt ins Feld. Das war letztens auch eine gute Taktik. Weil jetzt heißt es nur überleben. Sollen die anderen sich halt ausmerzen? Ist mir wirklich vollkommen egal. Vielleicht haben wir Glück und es entwickelt sich wirklich zu uns. Dann müssen wir uns nicht bewegen und können einfach hier chillen und die abknallen. Vielleicht haben wir auch Pech und müssen auf die andere Seite. Kann alles sein. Alter Schwede. Natürlich haben wir kein Glück mit der Borde, obwohl es geht. Ach komm, wie oft habe ich den denn getroffen? 5, 6 Mal wollen die mich verscheißern. Boah. What the hell, ey. So, das war's dann auch mit dieser Folge, Pupke. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie immer, lasst mir ein wenig Liebe da in Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos. Ja, sagt mir in den Kommentaren,
was euch gefallen hat und was nicht. Das ist mir sehr wichtig, damit ich meine Videos verbessern kann. Ja, kleine Begründung. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Euer Schulzmann.